Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unepic. So, wir haben uns hier an der Kiste getroffen. Jetzt dackeln wir auch gleich weiter. So muss ich sagen. In die Bibliothek, um ein paar Orks den Schädel einzuschlagen. Wobei ich mich gerade frage, was machen Orks in der Bibliothek? Wir hatten ja damals, als wir hier gemütlich dran vorbeigingen, nee, hier war das nicht, es war eine Etage höher, hatten wir festgestellt, hier war ja wieder ein Mädchen, das so gerade so richtig die Lust hatte. Und wir sind ja ein wahrer Gentleman und Kavalier der alten Schule und wollen auch mal gleich sämtliche Gelüste. Ja, das war knapp. Das war wirklich knapp. Wollen sämtliche Gelüste jetzt mal befriedigen. Und gehen jetzt hier mal hoch und gucken an, was der Kobold von uns will. You dirty old man! Are you not ashamed to be with such a young female? She could be your daughter! She, my daughter! Yes. She has your eyes. By the way, isn't it mating season? If you want, I can fertilize her for just a few coins. I wish grandson big and strong. I wish my daughter be fecundated by great orc Grom. Let me guess. You're looking for this orc and you can't find him. I can find him for you for just a few coins. I find orc. Great Grom in room behind door. Shit, no hits. I ask orc to fecundate my daughter. But orc say no. Really? Maybe he's, you know, not into girls? Orc not a cleric. Orc warrior. I didn't mean that. I mean that maybe he is orc sexual. Me no understand. But Grom offends my daughter. If Grom no mate with daughter, Grom no mate with other females. I give great gift if you make Grom lose his potency. You don't want me to just kill him? It's great honor for Orc to die in battle. I seek dishonor. So, how do we remove his mojo? In Austin Powers, Fat Bastard used a drill. But I don't think that the Orc is frozen, is it? Grom asleep beyond door in bedroom. You cover vital parts of Grom with leeches. This make lose his virility, and be great dishonor. Other orcs watch. You enter without being seen. Wow, what a wicked plan. If I put leeches on his privates, they'll shrivel up like a raisin. Ah, herrlich. Acht Blutegel auf Orc. Wir haben aber keine Blutegel und er hat sie uns auch noch nicht gegeben. Was irgendwie etwas komisch ist, müssen gucken. Erstmal schauen wir rein. Also ich finde das ja sowieso schön. Ich finde das ja so herrlich. Was ich ja eigentlich das Miesere finde ist, beziehungsweise das Amüsantere, dass wenn er davon spricht, dass es nicht Ork-Weibchen sind, die ihn interessieren, dass er automatisch von Kleriker spricht, also von Priestern. Hat was. Okay, was ist das hier? Hm. Sagt nichts dazu. Okay, was passiert, wenn ich gesehen werde? Hm. Ui. Was ist, wenn ich ihn hinterrücks erschlage? Mal gucken. Vor allem, wir wissen ja noch nicht, was wirklich welche effektive Waffe gegen einen Ork ist. Na, komm schon. So. 150. Okay. Wechseln wir mal auf die Axt. Warten, bis der Ork vorbeikommt. Uli, komm schon, put. Sei ein braver Ork, hier ist Ruhm und Ehre im Kampf zu sterben. Na, komm schon. Dreh mir korrekt den Rücken zu. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Okay, die Waffe macht mehr Schaden, aber auch nicht wirklich viel mehr. Aber wir sind nach wie vor ungesehen.
Hier pennt er nicht. Hier pennt er auch nicht. Kann er nur hier sein. Tatsache, hier ist er. I need at least 8 leeches to dry out his junk. Shit. Wir müssen ihn tatsächlich vorher besorgen. Okay, wir müssen in die Kanalisation. Wir haben hier schon mal clear gemacht. Wobei, bis wir wieder zurück sind, da wird das Ganze wieder etwas, wie soll man sagen, bewachter sein. Na gut. Dann ab in die Kanalisation. Kurz gucken, wo... Nee, das ist hier. Wir können kein direktes Tor noch... Hier gibt's eins. Da gibt's eins. Da ist da. Hier. Gleich Wasser und den ganzen Kram. Okay. Wir waren, glaube ich, Schwert die beste Option. Jetzt müssen wir Blutegel sammeln. Vor allem der Witz bei Geschichte ist, beziehungsweise die Schwierigkeit besteht ja darin, dass wir 8 Blutegel herholen müssen. Was ja nicht gerade wenig ist. Wir müssen das auch überlegen. Dank des Heilzaubers sollten wir das aber auch hinbekommen. Naja, komm schon. Wow, das war eng. Das war eng, du. Okay, dann halten wir uns nochmal kurz ein bisschen. Okay, der geht nicht unbedingt weiter, die Schlange. Die miese Schlange geht nicht weiter. So, nun wartet. Ein Egel. Komm schon, wir brauchen mehr Egel. Nein, nein, nein. What? Das war zu knapp, mein Freund. Hier, brennen. Wobei, das ist im Wasser. Okay, er brennt im Wasser. Auch sehr interessant. Mehr Blutegel. Jungs, wir brauchen mehr Blutegel. Tentakel. Es ist Tentakel. Wenn auch sein Purpur-Tentakel. Irgendwie wird das nichts mit den ganzen Blutegeln. Ja, zumindest wird das ziemlich nicht viel, wenn das so weitergeht. Komm schon, Framid, beruhig dich wieder. Ich weiß nicht, was du hast. Okay, das Wasser ist höchstwahrscheinlich unten. Logischerweise. Nein! Boah! War wieder etwas knäpplich. Hier kann ich wenigstens ausweichen. Hier, nimm das! Muhahaha! Haben wir jetzt 5 Blutegel schon beieinander? Jesus Maria, das ging aber gut, hey. Aber die saugen gut. Die saugen echt gut, du. So, noch ein bisschen nachheilen. Alter, wir haben schon fast keine grünen Essenzen mehr. Das ist echt mager. Komm schon. So, und noch mehr. Okay, da war der 6. Blutegel. Sehr schön. Nochmal. Jo. Ihr kriegt mich nicht, ihr Tentakelmonster! Ja, komm mit. So, jetzt haben wir die ganzen magischen Essenzen noch beieinander. 6 Blutegel, 2 brauchen wir noch, 1 brauchen wir noch. Komm schon. Einer wird doch hier noch drin sein. Kollege, sei guter Freund. Beiß an. Aber bitte nicht an der Stelle, an die ihr demnächst platziert werden würdet. Komm schon, Framerate. Hallo? Alles in Ordnung? Moment, Heilung! Halt dich, du Sau! Aber 8 Blutegel, das ist echt nicht wenig. Also, vor allem, ich will ja gar nicht wissen, wo er sie gerade platziert. Okay. Achte, dann heilen wir uns gerade mal. Okay, ja, wir haben sie noch. Ich habe jetzt einen Moment gedacht, dass wir sie verloren haben. Haben wir da schon irgendwo etwas hergerichtet? An Türchen, meine ich. Nö, haben wir nicht. Zauber der Regeneration... Der Trank der Regeneration hatten wir doch. Dann können wir wenigstens das Ganze etwas entgegenwirken. Dann ist das zumindest nicht so schnell. Gibt uns Time. Weiter hoch. Ja, ja. Allesamt kein Problem für uns. Zumindest soweit. Nein, Fledermaus... Oh, da ist ein Fledermausflügel. Den nehmen wir natürlich mit. Fledermausflügel brauchen wir jetzt zwar nicht. Oh, jetzt sind die Deppen wieder da. Und ich brenne jetzt auch noch. Super. Komm schon. 86 ist nicht wirklich das Geilste vom Geilen.
Unsere grünen Essenzen gehen aus. Ich glaube, wir brauchen doch den großen Trank der Regeneration. Ich werde jetzt da jetzt einfach mal nur roundabout durchrennen. Yes. Weil dafür haben wir jetzt nicht groß die Zeit. Unser Leben hängt davon ab. Was zur Hölle? Korrosion. Ach nö, wir haben einen Ätzzauber noch mit drauf. Was soll der Blödsinn? Das tut doch weh. Jungs, warum macht ihr sowas für mich? Nein. Der Regenerationszauber ist auch bald alle. Wir müssen unbedingt aufpassen. Genau, die Axt war ja das, was ja so wirklich interessant war hier. Ich glaube, Dolche würden bei ihnen noch mehr wehtun, aber das lassen wir jetzt erstmal. Wir wurden entdeckt, aber ich sehe jetzt noch keine große Reaktion darauf. Und wieder gegenwirken, damit das Ganze nicht gar so dämlich ist. So, komm. Ja. So, und jetzt ganz schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Moment, ein Heilzauber hinterher. Und aussaugen, meine Freunde. Okay, unsere Quest ist erfüllt. Wir haben Blutegel an die Eier dieses Orks gepflanzt. Ich will mir das gar nicht jetzt extra so bildlich vorstellen, weil, naja, ich will es gar nicht wissen. Okay, dann, was sagt der Gnome dazu? Was kriegen wir dafür? Already put leeches? Yeah, I just left his package covered in them. When he wakes up, he's gonna be in for a big surprise. I grateful. I give present. Das will ich aber auch hoffen. Rolle der Midas-Transformation. Ui. Ui. Moment, sortieren. Midas-Transformation. Mhm. Verwandelt das Opfer in Münzen. Oh. Oh. Je mehr Lebenspunkte die Kreatur hat, umso mehr Münzen erscheinen. Okay. Es ist nicht ganz uninteressant. Jetzt müssen wir halt natürlich auch dieses richtige Geschenk raussuchen. Das ist hier oben. Hier oben ist noch nicht angezündete Fackel. Ich würde ja zu gerne mal ein Tor bekommen, damit ich hier ein bisschen abkürzen kann. Okay. Freund! Froggy, mal deinen... Alter, sind die bissig hier. Moment. Holen wir neu raus. Na, komm schon. Arbeit. Gab's ja auch noch. Shit. Heilung. Das hier ist ein bisschen anderes Kaliber hier. Mann, ich muss jetzt hier irgendwie... Okay, dann halt so. Drecksbiester. Hier, brenne. Brenn. Okay, aber grüne magische Essenz, sehr schön, sehr schön. Die kommt mir nur zu Potte. Zu Gute und zu Potte. Hier. Stirb, du elendliche Made. Alter, hier sind ja voll von diesen Drecksbüsten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das allein das Durchkommen durch die Festung schlimmer ist als so manche Endgegner hier. Ja, kommt ihnen sehr nahe. Und das war unsere letzte grüne Essenz, die wir hatten. Letzte Essenz. Und langsam korrodiert unsere Rüstung davon. Ja. Finde ich jetzt nicht so geil. Ist hier irgendwas? Nö. Immer schön kontrollieren. Hier was drin? Blaue magische Essenz. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Headshot. Moment. Du bleibst da oben. Na? Irgendwas? Nichts mehr? Sehr schön. Hier wenigstens ausgeleuchtet. Das ist sehr gut. Dann wollen wir hier noch weiter die Festung erkunden. Och nö. Kollegas, was soll denn der Blödsinn? Das ist nicht lustig. Absolut nicht. Okay. Hier könnten Fallen sein irgendwo. Ja, ich sehe auch schon eine. Nö, das war ein Arm. Okay, ist da hinten noch irgendwas? Nope. Warum auch immer. Dann machen wir hier mal... Eine Pike. Wir sind doch überhaupt nicht mit Stabwaffen unterwegs. Ja, guckt euch mal den Schaden an.
fügt Ungeziefer zusätzlichen Schaden zu. Das hätten wir weitaus früher brauchen können. Warum kommt ihr erst jetzt mit sowas? Jetzt mal ehrlich. Bisschen Fehlmanagement in der Zeit. Okay, dann springen wir einfach mal runter. Yes. Parlez-vous français? I can't understand you. So you understand English, but not French. Aha! I caught you. What? What do you mean? You told me that Harnakon charmed this entire castle so all creatures can understand each other even if they speak different languages. That is true. But I spoke to you in another language that I know, French, and you couldn't understand me. Ergo, the charm is a lie. Maybe you have not mastered this language. What do you mean? French for me is like a second native language. Listen carefully. Salut. Je suis un l'homme. Je habite chez moi avec père et ma mère. Vous êtes d'une le mal shadowy. It looks like you speak it fluently, but I still do not understand. That's because you have no culture, bud. And something else. In the mine, there was that stupid barking dog. If it barked in its language, why didn't I understand anything? You know, something like, I bite you! I bite you! The spell does not affect beasts. Gotcha. And what if I wrote something on the wall and you tried to... And what if you shut up? Okay, okay. I'll shut up. Uha! Allgemeine Überlegungen zur religiösen Diskussionsthemen. Was ist, wenn dein Gott nicht funktioniert? Ja. Aber gut, es ist wirklich eine Frage. Warum, wenn er nicht unter Drogen ist, weil er ist ja schon eine ganze Ecke unter Drogen, wenn er so wäre. Warum läuft das dann aber immer noch so komplex ab, beziehungsweise, wie er schon sagte, so verwirrend? Na gut. Ah, Moment, ich muss jetzt hier auch mal schon langsam einen Punkt setzen, weil es ist schon 17. Minute. Und ich habe die heutige Folge noch nicht gerendert, die ihr heute bekommen würdet, denn ich habe nur noch einen... Ja, vielleicht ein paar Stunden Zeit, um das Zeug zu rendern, zu bearbeiten, um euch das dann zu kredenzen. Folge 27, wenn es einen von euch interessiert. Okay, jetzt haben wir den beieinander. Okay. Noch mehr Licht. Gibt's hier irgendwann einmal ein Tor oder sowas? Das wäre echt cool. That would be nice, wenn man so schön sagt. Okay, ich mache jetzt hier das noch schnell ausgeleuchtet und guck nach. Hier ist nichts, es ist hier auch alles ausgeleuchtet, sehr schön. Gut, dann heißt es nichts anderes als, dass wir im nächsten Part... Entschuldigung. Jetzt habe ich wieder tatsächlich verschluckt bei der Verabschiedung. Okay, dass wir im nächsten Part diese kleine Schlüsseltür hier mal öffnen werden. Aber wir sehen uns, wie gesagt, dort. Im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für die Gott.